Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit zwei Bücherwochen, in denen ich fünf Bücher gelesen habe, beziehungsweise davon auch zwei abgebrochen habe. Ja, also es war keine sehr erfolgreiche Zeit des Lesens. Ich war allerdings beim Friseur, sie sind wieder kurz. Ich bin einfach kein Langhaar-Mädchen. Ich habe mich irgendwann wieder so angenervt im Spiegel und dachte, nein, jetzt kommen sie wieder runter, es ist Sommer und der Hund macht sich gerade auf den Weg auf die Couch, was er eigentlich nicht darf. Ja, so gut hat es hier funktioniert mit dem Hören. Ja, wir wissen schon, dass wir nicht auf die Couch dürfen. Ja, der neue Videokumpel hier sozusagen, der jetzt hier wahrscheinlich den ganzen Raum einnimmt. Ja, ihr habt, glaube ich, schon das Video über Weasley gesehen. Das, glaube ich, kam am Mittwoch, denke ich. Habe ich es, glaube ich, hochgeladen. Ja, ne, so wird es irgendwie sein, hübscher. Deswegen gar nicht mehr so viel. Aber wir haben große Freude und auch das mit den Katzen klappt immer besser. Wenn ihr da die Geschichte ein bisschen zu Weasley hören wollt, ich packe euch das Video von Mittwoch einfach mal in die Infobox. Schaut da einfach mal vorbei, während er sich hier dreimal im Kreis dreht. Bis du dich jetzt endlich hier hinlegst? Ja, so wird es sein. So ist es. Ja, ich habe also fünf Bücher gelesen, gehört, zwei davon abgebrochen. Ich habe Stranger Things Staffel 4 zu Ende geguckt und habe da auf jeden Fall auch noch ein bisschen was spoilerfrei zu erzählen. Obwohl ich echt sagen muss, ja, so jetzt am Ende von Staffel 4, ach, man hat da schon Redebedarf. Ich bin sehr gespannt, wo das alles jetzt in 4.2 ab Anfang Juli hinführen wird. Und wo dann auch noch die fünfte Staffel hingehen wird. Aber ja, wir machen es wie immer chronologisch. Erst die Bücher in Kurzvorstellung und ihr findet unten auch die Zeitstempel, wann die Bücher dann besprochen werden, zusammen mit den Affiliate-Links zum Thalia-Shop. Wenn ihr irgendwie was bestellen wollt, dann macht das gerne über den Link. Und ihr findet alle Infos unten in der Infobox. Angefangen habe ich mit Die Stadt der Dolche von Walker Dryden. Ein Buch, das ich dann tatsächlich abgebrochen habe. Dann habe ich mich der Make It Count-Reihe angenommen und habe Dreisam und auch Sommersturm gelesen. Einmal von Ellie Taylor alias Anne Freitag und Carrie Price alias Adriana Popescu ist Teil 3 und 4 der Reihe. Als Hörbuch habe ich gehört Mörderfinder 2 von Arno Strobel. Der zweite Teil der Max-Bischoff-Reihe habe ich leider abgebrochen. Und dann ging es aufs Wochenende zu und ich habe, glaube ich, kurz vorher schon begonnen und dann weitergelesen und dann auch beendet. Die Sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Ein Buch, das ja gerade auch schon im englischsprachigen Raum sehr, sehr, sehr gehypt war und ist. Wir beginnen aber mit Fantasy und zwar Die Stadt der Dolche von Walker Dryden. Das ist der Auftakt einer Reihe, hier auch sehr schön zu sehen, dass es der erste Teil ist. Ich finde, das sollten Verlage immer machen, weil man steht oft irgendwie in der Buchhandlung und fragt sich, welcher Teil ist das nun? Mich hat hier das Cover angesprochen, der Klappentext, es beruht auf einem BBC-Podcast und ich war super, super gespannt. Es ist, soweit ich weiß, eine zweiteilige Reihe und der zweite Teil erscheint jetzt, glaube ich, auch schon Mitte, Ende Juni. Vielleicht ist er sogar jetzt schon erschienen. Ich hatte da auf jeden Fall irgendwie Ende Juni gedacht. Und da könnte man direkt weiterlesen. Ich leider nicht, denn ich habe dieses Buch abgebrochen. So nach circa 150 Seiten habe ich einfach irgendwie gedacht, ich komme irgendwie nicht so richtig klar. Wir sind hier unterwegs in einer High-Fantasy-Welt. Wir sind in der Stadt Tumban Bay und dort soll der Sultan gestürzt werden. Hier kann jeder alles werden. Man kann hier vom Sklaven zu Ruhm kommen und zu Reichtum. Es kann alles passieren. In dieser Stadt ist alles möglich. Es gibt gefährliche Machenschaften, die hier gesponnen werden und durch unterschiedliche Erzählgeschichten, Erzählstränge kann man hier auch wirklich die gesponnenen Zusammenhänge eigentlich ganz gut erkennen. Ich muss sagen, ich habe mir wirklich sehr schwer getan. Es war zu Beginn sehr langatmig, sehr langweilig, es war sehr banal, es war irgendwie gefühlt so ein Text, irgendwie, den man einfach so hingeschrieben hat. Was ich sehr gut fand, und damit fange ich an, war die Beschreibung der Stadt. Ich habe das super gerne gemocht, ich habe mich da sehr angekommen gefühlt, abgeholt gefühlt, ich habe mich direkt in den Orient versetzt gefühlt, ich habe hier wirklich
Ja, die Gerüche wahrgenommen, wie alles aussah, wie die Leute um uns herum sind. Das, finde ich, hat Walker Dryden wirklich richtig gut gemacht. Das war aber so gefühlt auch das Einzige. Es gibt für mich und für meinen Geschmack zu viele Charaktere, denen wir folgen, die irgendwie wild erzählt haben, ohne dass das so richtig eine Struktur annahm. Die Kapitel waren auch relativ kurz, immer nur irgendwas zwischen 5 bis 10 Seiten. Das hieß, war man irgendwie in dem Geschichtsfluss von Protagonist A drin, zack, war man im zweiten, war man im dritten und irgendwie war das alles sehr, also man hat keinen guten Leseflow hinbekommen und man wurde auch ständig unterbrochen und war man irgendwie eingetaucht, ist man wieder rausgerissen worden. Mir hat dieser Stil leider nicht gefallen. Es ist auch einfach sehr banal, es war sehr einfach erzählt, es war auch überhaupt nicht packend und es kam für mich eben auch überhaupt keine Spannung auf, was ich echt ein bisschen schade fand, weil ich mir hier wirklich sehr, sehr viel von versprochen hatte. Es wirkte auch tatsächlich sehr konstruiert und es war, obwohl man ja so dachte, mit den ganzen Intrigen und diesen Machenschaften am Hofe und auch die Charaktere, die wir verfolgen, unter anderem auch die Frau, glaube ich, des Sultans war es, es war irgendwie sehr, sehr brav und es ist nicht so viel passiert, was mich irgendwie geschockt hätte. Und für mich war es leider nicht, wie manch einer das angekündigt hat, ein orientalisches Game of Thrones. Das hat für mich leider nicht geklappt. Aber ja, ich habe dem Buch 150 Seiten gegeben, ich glaube von knapp ja, 620, aber mich konnte es leider nicht packen. Das ist so schade, weil ich habe das Buch als Rezensionsexemplar bekommen, habe es auch eigentlich schon in dem Bedacht, es wird ein Highlight mir eben als echtes Buch angefragt und dann tut es mir immer so besonders weh, ja, wenn es einem dann nicht gefällt. Aber es nützt nichts, wenn einem eine Geschichte langweilt. Ja, was soll man machen? Also ja, viel mehr möchte ich über dieses abgebrochene Buch dann auch gar nicht sprechen. Widmen wir uns lieber den etwas schöneren Geschichten. Und zwar, ja, ging es angenehm weiter nach Oceanside. Zum einen Dreisam von Ellie Taylor alias Anne Freitag und Sommersturm von Carrie Taylor alias Adriana Popescu. Ich wurde letztes Jahr bei einem Hangout mit der lieben Adriana irgendwie angefixt. Sie hat, ich glaube, auch von Sommersturm genau berichtet und hat erzählt, dass sie sich hier hat von Dirty Dancing inspirieren lassen. Und grundsätzlich ist die Make It Count-Reihe ja vor einigen Jahren erschienen. Die beiden sind ja sehr gut befreundet, Anne Freitag und Adriana Popescu. Und sie haben rumgesponnen, wie könnte man denn New Adult schreiben. Und sie haben irgendwo ja, so eine Anleitung gefunden, wie New Adult funktionieren könnte. Und dem sind sie im Grunde nachgegangen. Und jeder hat dann zwei Bücher unter seinem Pseudonym geschrieben. Es ist jetzt New Adult, was ja per se nicht ganz so mein Genre ist, was ich sehr selten lese, aber ich habe eben einfach was Leichtes, was Lockeres in diesem sommerlichen, ich glaube, es war auch das Pfingstwochenende, wo ich das gelesen habe, beide Bücher angefangen. Es war sonnig, man hatte ein bisschen Zeit, ich habe mich hier ein bisschen rumentspannt mit Weasley und da habe ich gedacht, das passt ganz gut zusammen. Man kann die Bücher, finde ich, so im Nachgang auch alle durcheinander lesen. Es gibt ja vier Bücher, es beginnt immer mit Ellie Taylor und dann kommt im Grunde Carrie Price, aber man kann das, finde ich, auch durcheinander lesen. Man kann auch nur eins der Bücher lesen. Man trifft natürlich auf Charaktere der anderen Geschichten, aber letzten Endes ja, hat das keine Kompletterzählung, die irgendwie fortschreitet. Ja, beginnen wir aber jetzt chronologisch sozusagen mit dem dritten Teil, mit Dreisam. Wir sind ja bei beiden Büchern in Oceanside unterwegs, also einem Städtchen, das wir auch im ersten Teil schon kennengelernt haben. Und in Dreisam begegnen wir dann eben Julie und Kyle, die eigentlich beste Freunde sind und waren, dann zusammen eine Nacht verbracht haben. Und dann geht Julie weg und merkt aber irgendwie, dass sich das doch alles nicht so richtig für sie anfühlt. Und dann trifft sie ja auf einmal auf Jake, der so irgendwas Ende 20 war und ja, stellt sich dann heraus, dass er der Bruder von Kyle ist, was aber beide zu Beginn eben nicht wissen. Und das führt natürlich so ein bisschen zu Problemen. Es ist eben auch irgendwie so ein bisschen eine Dreiecksgeschichte und Julie weiß eben auch einfach nicht, was sie jetzt machen soll, denn dieses Dreisam, wie es hier eben steht, das klappt eben in der Realität nicht so. Ich muss sagen, mir hat das Buch okay gefallen. Ich bin weder ein Freund von New Adult, noch bin ich ein Freund von Dreiecksgeschichten und das war natürlich alles beide hier drin. Dennoch, trotz dieser zwei Dinge, hat mir das Buch wirklich okay gefallen. Mir waren es persönlich zu viele dramatische Situationen, die auch sehr gestellt gewirkt haben, die auch
vielleicht so hätten gar nicht stattfinden müssen. Es ging auch relativ schnell irgendwie zur Sache. Ich fand auch die Protagonistin nicht ganz sympathisch, konnte mich so ein bisschen in ihre Gefühlswelt aber schon hineinfinden. Ich fand die Ich-Perspektive hier sehr gut von Ellie Taylor gewählt, weil man da wirklich nah an den Charakteren dran ist. Die Nebencharaktere blieben ein bisschen blass und farblos. Wem ich aber ganz gut fand, war die Freundin und Mitbewohnerin Caro. Die habe ich sehr ins Herz geschlossen und ich fand auch richtig schön, dass es hier Dialoge und Austausch gab über Hitchcock, weil wir hier eben auch einen Filmfreak haben. Und das hat diese Dialoge, das hat das eben alles sehr lebendig gemacht. Also das ist wirklich etwas, was, wie ich finde, Anne Freitag und auch Adriana Popescu sehr gut können, Dialoge. Die sind lebendig, authentisch, die fühlen sich nicht gestellt an, die auch nicht gestellt, sondern man kann sich wirklich vorstellen, dass diese Gespräche so stattgefunden haben. Ich fand das Buch okay. Ich bin halt einfach kein Freund von Dreiergeschichten. Es war hier aber ganz gut und okay gelöst. Es war auch nicht zu viel des Guten. Von daher habe ich es einfach weggelesen, es war auch wirklich nicht viel, hat mich gut unterhalten, mehr aber tatsächlich auch nicht. Ein bisschen anders ist es dann tatsächlich bei Sommersturm von Carrie Price alias Adriana Popescu, denn hier treffen wir auf die gut betuchte Jennifer Grey alias Baby in Dirty Dancing und wir treffen dann auch auf Patrick. Ja, natürlich Patrick Swayze, der auch in Dirty Dancing mitgespielt hat. Er ist allerdings nicht von so vornehmer Herkunft, sondern eher ein bisschen ärmer und hat auch all seine Vergangenheit so ein bisschen, versteckt er hinter Gefühlskälte. Man merkt auch recht schnell, dass er ein Geheimnis hat. Und als die beiden eben aufeinandertreffen, ja, brutzelt es schon so ein bisschen über. Es gibt eben einen Sommersturm und beide merken aber doch recht schnell, eigentlich gehören sie nicht in die Welt des anderen. Allerdings hat Jen einen Vater, der da auch nicht so ganz davon begeistert ist und der hier da auch so ein bisschen seine Finger dann im Spiel hat. Man spürt hier sehr deutlich, dass Dirty Dancing, ich sage jetzt mal, die Vorlage für Adriana war. Sie ist wie ich ein absoluter Fan dieses Films und ich glaube, dass uns beide, ja, einfach weil wir auch vom Alter sehr ähnlich sind, hier wirklich auch ähnliche Erfahrungen mitgemacht haben, also was den Spaß an Dirty Dancing angeht. Und wie toll es ja war, dass in den 80ern auf einmal eine Musik aus den 60ern wieder aufgelebt ist und die Kids aus den 80ern ja dachte, das ist ihre Musik, bis sie verstanden, das ist eigentlich die Musik ihrer Eltern. Also diesen Konflikt war ich noch ein bisschen jung, aber das soll es ja durchaus gegeben haben. Mir hat hier auch sehr gut gefallen der Perspektivwechsel, das hat Adriana wirklich richtig, richtig toll gemacht. Man lernt beide wieder sehr gut kennen. Es ist sprachlich auf jeden Fall eher meine Art, des, wie ich es gerne lese. Ich möchte jetzt aber Adriana und Anne gar nicht irgendwie vergleichen, weil beide haben einen sehr speziellen Stil. Beide können Dialoge gut, Situationen gut, Begegnungen sehr gut. Ich finde, bei Adriana wirkt das vielleicht noch eine Spur echter. Aber das ist wirklich schwierig zu sagen. Man spürt definitiv schon einen Unterschied, ist zumindest mein Eindruck. Ich fand es hier schön, dass die Geschichte doch sehr authentisch war, dass sie nah am Leben war. Also man kann sich hier sehr gut vorstellen, dass das genauso passiert sein kann. Und ich fand eben auch so spannend, diese Konstellation arm, reich, egal wer jetzt von beiden diese Version ist. Hier ist eben auch einfach mal sie, die gut betuchte Tochter. Und man kann sich schon so vorstellen, dass das in diesem Dirty Dancing Universum irgendwie hineinpasst. So ein bisschen war es ja tatsächlich dort auch. Das hat mir auf jeden Fall auch hier sehr gut gefallen. Ich fand es auch wirklich sprachlich gut. Es hätte ein bisschen mehr Unterschied zwischen den beiden Perspektiven geben können, aber das ist ja was ich immer mal wieder bemeckere. Aber ja, das ist eben einfach so mein Geschmack. Sehr gut gelungen ist in beiden Büchern auf jeden Fall, dass Oceanside wieder mit dabei war. Ich mag diese Städtchen super gerne. Ich hatte da große Freude. Das haben beide gut gemacht. Auch, dass man immer wieder Charaktere aus den anderen Büchern trifft, das gefällt mir auch immer, immer richtig gut. Man hat so das Gefühl, man ist irgendwie mit dabei. Man ist hier zu Hause. Man trifft alte Bekannte und man kennt, ich glaube, die Protagonistin aus Dreisam kannte man aus einem Vorband auch schon. Ich glaube, das ist sich der Protagonist und sie auch schon mal begegnet. Das fand ich immer schön. Es ist halt so ein besonderer Charme der Bücher und das fand ich auch bei Sommersturm einfach so schön. Man hat die Charaktere vor Augen, man hat so ein Sommergefühl und das finde ich, können eben auch einfach beide Bücher richtig gut. Es ist halt, sind halt Bücher, die man so leicht und locker einfach mal wegliest, die einen so wegzaubern, wo man einfach mal 3-4 Stunden eine schöne, entspannte Zeit hat und eben auch einfach das schöne Wetter
Wetter genießt. Also das hat mir definitiv gut gefallen. Es sind jetzt keine Highlights in diesem Sinne, aber ich fand es jetzt schön, dass ich sie doch gelesen habe und würde mich auch freuen, wenn beide in Kombination nochmal irgendwann was zusammenschreiben. Die New York Diaries, die ja glaube ich, wo stehen die denn? Hier hinter Minimaus stehen, die haben ja auch super gut gefallen und dementsprechend wäre es auf jeden Fall schön, wenn die beiden mal wieder ein Gemeinschaftsprojekt haben. Dann geht es weiter mit einem Hörbuch, das ich auch so ein bisschen innerhalb dieser zwei Wochen gehört habe. Und zwar Mörderfinder Nummer 2 von Arno Strobel. Das ist die Reihe rund um den Ermittler Max Bischoff. Und auch hier muss ich sagen, ich habe den hier leider abgebrochen. Mir hat der erste Band sehr, sehr gut gefallen um Max Bischoff herum. Ich fand, er war ein spannender Charakter, mal ein ganz anderer Ermittler. Und ich packe euch die Bücherwoche zum ersten Teil sozusagen auch mal unten in die Infobox. Gesprochen wird das Hörbuch von Dietmar Wunder und dem höre ich super gerne zu, also dem kann ich auch stundenlang lauschen. Hier waren es jetzt leider nicht so viele Stunden, weil ich das Buch so bei knapp ja, einem Drittel, was so um die 100 Seiten sein wird, dann auch abgebrochen habe. Ich fand beim ersten Teil schon, dass der so von der Brutalität ein bisschen über meine Grenze gegangen ist, aber ich wollte trotzdem Max Bischoff wiedersehen und habe mich dementsprechend auch auf den zweiten Teil gefreut. Max Bischoff ist seines Zeichens ein Fallanalytiker und der erhält eines Tages einen Anruf von einer ehemaligen Kollegin, deren Neffe des Mordes beschuldigt wird. Und als sich dieser Neffe dann auch noch das Leben nimmt, wird das als Schuldeingeständnis gesehen. Aber sie glaubt an seine Unschuld, sie findet, dass er kein Motiv hat. Und jetzt ist eben Max Bischoff gefragt, das herauszufinden, warum man hier überhaupt annimmt, dass er jemanden umgebracht hat, warum er sich selbst dann umgebracht haben soll und ob nicht irgendwer im Hintergrund irgendwie, ja, doch was anderes irgendwie dreht und der Fall irgendwie anders aufgelöst werden müsste. Ja, ich muss ehrlich sagen, es gibt für mich gar keinen Vergleich zu Band 1. Ich fand Band 2 wirklich ganz anders. Ich fand es mit den kurzen Kapiteln und den verschiedensten Sichtweisen tatsächlich, das war noch ganz okay. Ich tat mir aber auch hier ein bisschen schwer, eine runde Geschichte zu hören. Also natürlich sind verschiedene Perspektiven, gerade in einem Thriller, immer ganz gut, weil man natürlich auch oft dann noch den Blickwinkel von dem eigentlichen Täter hat oder vielleicht auch noch von Nebencharakteren, die irgendwas beobachten. Man bekommt so schon ein rundum gutes Bild, aber irgendwie hat mich das diesmal nicht so richtig packen können. Zudem fand ich auch, dass wir hier keinen Thriller hatten im klassischen Stil, sondern eher einen spannenden, auch manchmal sehr brutalen, ja, Roman. Also dieser Thrill, den man vielleicht auch noch im Band 1 gespürt hat, der hat mir hier im ersten Drittel auf jeden Fall gefehlt. Und ich fand es auch tatsächlich viel zu viel Ermittlungsarbeit, dass das eher für mich ein Krimi war. Und es wurde auch viel drumherum geredet. Also das war wirklich, wo ich dachte, wann kommen wir denn jetzt mal in der Geschichte weiter? Wo geht diese Geschichte hin? Und ich habe auch Max Bischoff überhaupt nicht mehr wieder erkannt. Ich habe ihn auch überhaupt nicht verstanden. Ich konnte sein Verhalten nicht nachvollziehen. Er hat ständig an sich gezweifelt, wo ich mir denke, naja, dass dir die Lösung hier nicht auf einem Silbertablett präsentiert wird. Also das muss ja auch in der Vergangenheit schon so gewesen sein. Und er wirkte auch sehr fahrig und sehr verwirrt. Und da habe ich mich echt gefragt, hä, wo soll das hin? Vielleicht gibt es am Ende eine logische Erklärung dafür. Wenn ihr das Buch zu Ende gelesen habt, könnt ihr gerne auch spoilern in die Kommentare, aber schreibt es bitte einfach dazu. Für mich hat das Verhalten von Max Bischoff keinen Sinn gemacht und ich fand es auch überhaupt nicht spannend. Also ich habe da so Stund um Stund gehört und dachte, ja, und wann wird es denn jetzt mal thrillerig? Also meins war es leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob es einen dritten Teil rund um die Max-Bischoff-Reihe geben wird. Es kommt jetzt, glaube ich, auch im Herbst was Neues von Arno Strobel. Das klingt wiederum richtig, richtig gut. Geht aber auch in eine ganz andere Richtung. Aber ja, das war leider nichts. Und das letzte Buch dann der Woche war Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Ein Buch, das ja im englischen Raum schon wahnsinnig gehypt wurde, was mich auch wirklich sehr neugierig gemacht hat. Ich hatte da sehr hohe Erwartungen dran und war schon ein bisschen irritiert, dass der deutsche Klappentext, wenn man den liest, doch recht viel verrät, was dann eigentlich erst sehr spät im Buch erscheint. Was mich auch sehr stört, und ich möchte das direkt zu Beginn sagen, jetzt wo ich auch die Geschichte beendet habe. Ich fand das Cover ganz okay. Ich fand, man sieht hier wirklich so eine klassische Hollywood-Diva à la vielleicht Cate Blanchett.
Was ich aber so komisch finde und auch überhaupt nicht verstehe, ist, dass ja Evelyn Hugo eigentlich die Tochter kubanischer Einwanderer ist. Das heißt, sie ist Kubanerin. Und ich war schon auf Kuba, da sah keine Frau so aus. Also weder blond, also das ist, also ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum man dieses Cover gewählt hat. Und wenn man schon eine Frau drauf macht, sollte man ja eigentlich meinen, dass man die Protagonistin auf dem Cover hat. Und jetzt könnte man sich noch irgendwie sagen, gut, man wollte halt hier keine Kubanerin drauf machen, warum auch immer. Aber dann mache ich doch einfach eine ganz andere Szene. Also ich muss sagen, ich finde das Cover wirklich sehr merkwürdig gewählt. Und ja, das hat jetzt natürlich keinen Einfluss auf die Rezension, aber das möchte ich eben einfach gesagt haben, dass ich finde, dass man hier ein ganz falsches Bild von Evelyn Hugo bekommt, wenn man eben annimmt, dass diese Frau auf dem Cover Evelyn Hugo ist. Denn das ist sie definitiv nicht. Denn, also, ja. Wir treffen ganz zu Beginn der Geschichte auf Monique. Sie ist Journalistin, so mehr oder weniger erfolgreich und erhält dann eben den Auftrag, ein Lebensinterview mit der großen Hollywood-Legende Evelyn Hugo zu führen. Daraus soll dann nach den ersten Gesprächen tatsächlich ein Buch werden, was dann eben auch Monique erst veröffentlicht soll, wenn Evelyn Hugo gestorben ist. Und dann wird das eben ihr großer journalistischer Durchbruch. Sie versteht zu Beginn nicht so richtig, warum sie von Evelyn Hugo ausgewählt wird, warum gerade sie diese Lebensgeschichte schreiben soll. Wir lernen aber beide durch diese Erzählung jetzt kennen. Also sie führen natürlich die Gespräche miteinander. Wir tauchen mit Evelyn Hugo in die Vergangenheit auf. Wir haben hier eben auch diese zwei Erzählstränge und erfahren eben hier sehr, sehr viel über das Leben in Hollywood, über die 7 Ehen von Evelyn Hugo und eben auch über das ein oder andere Geheimnis von ihr. Also es war ein gutes Buch. Ich möchte das auch gar nicht kleinreden oder schlechter reden, aber ich habe den Hype nicht verstanden. Ich kann ihn auch immer noch nicht verstehen. Ich habe mir hier eine Wahnsinnsgeschichte erwartet, die Liebesgeschichte des Jahres oder gar des Jahrzehnts und muss hier wirklich sagen, nein, leider, leider nicht. Es ist eine gute Geschichte, es ist auch eine also es gibt viele spannende Wendungen, aber nichts, was mich jetzt irgendwie skandalös vom Hocker gehauen hätte. Ich fand es ganz gut, wie die Hollywood-Geschichte von Evelyn Hugo gezeigt wurde. Man hat hier schon Vibes gespürt, so in Richtung Liz Taylor natürlich. Man kann natürlich auch Ava Gardner nehmen oder auch Audrey Hepburn. Man spürt hier natürlich schon das alte Hollywood. Denn wir beginnen, also Evelyn Hugo wird Ende der 1930er geboren und ist natürlich relativ jung, dann auch in den 50er und 60er Jahren und musste da schon sehr ihre Frau stehen, damit sie eben überhaupt erfolgreich wird. Und ich fand das schon ganz spannend, dieses Bild vom alten Hollywood zu sehen. Und wenn man ein paar Biografien aus dieser Zeit auch gelesen hat, also egal ob es dann Doris Day ist, Liz Taylor, Rock Hudson, wenn man das irgendwie verfolgt, und das sind ja so meine Lieblingsschauspieler aus dieser Zeit, muss ich schon sagen, dass man das spürt, dass das auch so war. Also gerade wenn man diese Zeit schon mal eingetaucht ist, wenn man das Business von damals kennt, da war Hollywood ja wirklich noch was Großes. Heute gefühlt ist das ja eher gar nicht mehr so. Ich fand das ganz gut, dass wir hier hinter die Kulissen eingetaucht sind, dass sich das wirklich auch echt angefühlt hat. Also dass man wirklich das Gefühl hatte, man hat hier eine Lebensgeschichte einer Hollywood-Legende, einer Hollywood-Diva, die diese Geschichte wirklich wunderbar erzählt. Es gibt wunderbare Anekdoten, die einen zum Nachdenken bringen, zum Schmunzeln bringen. Es gibt natürlich auch Männergeschichten, die ich manchmal so ein bisschen merkwürdig fand, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist einfach mein Geschmack, denn so 7 Ehen in diesem Alter, das finde ich tatsächlich so ein bisschen, weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall locker, es war leicht, es hat mich unterhalten. Und ich hätte mir definitiv ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Ich hätte mir bei dem Blick hinter Hollywood vielleicht auch mal noch so ein bisschen eine andere Seite gewünscht und es war halt schon auch manchmal sehr klischeebehaftet. Klar, an Klischees ist in der Regel auch immer was dran, aber das hätte ich mir hier ein bisschen anders gewünscht, ein bisschen innovativer und nicht, was man eben schon häufig auch gelesen hat. Evelyn wurde mir als Charakter überhaupt nicht sympathisch und ich weiß auch gar nicht, ob sie das werden sollte, denn sie hat wirklich überhaupt keine Skrupel. Sie fährt wirklich die Ellbogen aus und ja, natürlich muss sie wahrscheinlich so eine Frau sein, um eben in Hollywood oben anzukommen. Aber so dieses Unmoralische und nur auf sich Bedachte, also es gibt eben auch Filmlegenden, die eben anders waren und wo das auch geklappt hat. Sie weiß natürlich, was sie will. Sie ist eine sehr starke Frau und das muss man ihr auch für die damalige Zeit sehr hoch anrechnen. Und sie wird eine taffe Frau gewesen sein. Und ich glaube auch, dass es sowas in diesen Zeiten in Hollywood gegeben hat und auch noch heute gibt.
Es gibt für mich zu viele Ähnlichkeiten zu Liz Taylor und auch, da hat Spoiler ich wahrscheinlich, auch zu einem anderen männlichen großen Schauspieler, wo ich eben dachte, oh, diese Lebensgeschichten sind schon sehr nah miteinander verwoben. Es wird natürlich schon überspitzt dargestellt, es wird natürlich auch ein bisschen verfälscht, aber wenn man über Liz Taylor zwei Sachen gelesen hat, Dokumentation gesehen hat, dann hat man hier das Gefühl, man kennt die Geschichte. Mit ein, zwei Wendungen, die dann eben eher in die Biografie eines anderen Schauspielers passen, wo man dann eben auch merkt, okay, das geht in eine ähnliche Richtung. Ich fand es irgendwie gut. Ich habe es gerne gelesen, ich habe es schnell weggelesen, es war unterhaltsam. Es hat, ähnlich wie die beiden New Adult Bücher, wirklich auch einfach so diese Stimmung eingefangen. Es ist locker, leicht, unterhaltsam. Aber es ist nicht das Buch, was jetzt mein Leben verändert hat. Es ist nicht ein Buch, was mir lange in Erinnerung bleiben wird. Dazu hatte es einfach zu wenig Tiefgang und eben auch eine Protagonistin, die ich nicht so sympathisch fand. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die zwei sehr skandalösen Wendungen überhaupt nicht skandalös fand. Ja, wahrscheinlich 1960 wären sie das gewesen oder 1970. Heute denke ich mir, ja, was ist jetzt? Aber ja, wahrscheinlich ist da einfach so ein bisschen dieser historische Hintergrund nicht so gut bei mir angekommen, sodass ich dachte, und wo ist denn jetzt der Skandal? Ich kann es irgendwie nicht erkennen. Aber ja, ich verstehe den Hype nicht, ich verstehe die hochgepriesenen Rezensionen tatsächlich nicht, aber es ist eine schöne Geschichte, es hat Spaß gemacht mit dem einen oder anderen kritischen Punkt. Es ist definitiv schon eine Empfehlung. Also ich glaube, wer gerne leichte Liebesgeschichten liest, wird hier seinen Spaß haben, aber die Erwartungen sollten einfach, finde ich, nicht zu hoch sein. Und das waren sie jetzt, die 5 Bücher der beiden Wochen. Dann habe ich auch noch ein bisschen Stranger Things geschaut. Ich habe 4.1 sozusagen beendet. Es gibt ja aktuell nur 7 der 9 Folgen auf Netflix. Folge 8 und 9 wird dann am 1. Juli erscheinen. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ich habe ja vorher auch die 3 anderen Staffeln nochmal gerewatcht und ich war mitten im Stranger Things Feeling und ich war bis Folge 4 oder ja, bis Folge 3 doch sehr verwirrt. Ich habe mich wirklich gedacht, wo will diese Staffel hin? Was erwartet mich hier? Und dann kam Folge 4, dann kam Folge 5, Folge 6 und Folge 7 hat mich gefühlt wirklich aus den Schuhen gehauen. Also Wahnsinn! Was hier passiert ist, es gab so ein, zwei Erzählstränge, Dinge, wo ich mich irgendwie immer noch frage, warum hat man das so lang gezogen? Wo hat das die Geschichte weitergebracht? Natürlich hat sich Netflix hier wirklich und die Macher, die Duffer-Brüder, wirklich Zeit genommen, die Geschichte zu erzählen. Es sind ja teilweise wirklich Spielfilmlänge, eine Folge. Also man hat hier schon viel rausgeholt, viel erzählt, viel dargestellt, viel gemacht. Und das merkt man dieser Serie wirklich an. Also es ist dann wirklich spannend geworden, packend. Ich musste dann eigentlich eine Folge nach der anderen wegsuchten, weil ich so drin war und einfach wissen wollte, wo führt es jetzt hin. Es gibt 2 wunderbare neue Figuren, die von ganz, ganz tollen Schauspielern dargestellt werden, wo ich total überrascht war, dass man sie jetzt wieder gesehen hat. Ich habe das im Vorfeld gar nicht irgendwie mitbekommen, deswegen möchte ich jetzt auch hier gar nicht irgendwie verraten, wer es ist, aber ich bin sehr begeistert von den beiden Neuzugängen. Ich finde es toll, wie man Geschichtsstränge weitererzählt hat, wie man dieses 80er-Jahre-Feeling wieder heraufbeschwört mit Musik, mit Klamotten, wie Dinge aussehen, gezeichnet sind, wie man auch diese Welt einfach wahrnimmt, also einfach alleine. Ich finde immer wieder toll, dass da Telefone einfach fest in der Wand verankert sind, dass keiner zu seinem Handy greifen kann und ach, ich finde das einfach großartig, dass Briefe geschrieben werden und ja, so als Kind in den 80er geboren, waren jetzt die 80er ja nicht ganz meine Zeit, aber gerade die Grusel-Horrorfilme, die ich dann so ab 10, 12 geguckt habe, die waren natürlich oft aus den 80ern. Und dieses Feeling ist irgendwie da, man spürt irgendwie diese Leichtigkeit, die eben da geherrscht hat, trotz was natürlich hier einfach mit der Unterwelt passiert, mit den Monstern aus einer anderen Dimension, mit ja, diesen mit Eleven, die eben auch einfach ein besonderes Kind ist und ach, ich fand es einfach großartig. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß dann gemacht. Man muss, finde ich, aber der Serie einfach ein, zwei Folgen geben, um dann wieder hineinzukommen und dann geht's wirklich los. Alleine das Ende von Staffel 4, das hat mich so einiges an Nerven und Tränen gekostet und auch Folge 6 und 7 waren sehr emotional und also bestimmt auch was, vielleicht schaffe ich es auch nochmal vor dem 1. Juli nochmal alle 7 Folgen anzugucken. Und ich habe auch gerade keine andere Serie, dementsprechend könnte das ganz gut passen, um dann einfach nochmal so in the game zu sein. Ja, also wirklich großartig, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf 4.2, wenn man so möchte.
Ansonsten waren wir viel draußen. Gerade das Pfingstwochenende war auch richtig, richtig schön. Und auch mit unserem Weasley klappt das soweit alles ganz gut, was Autofahren angeht und auch was Spaziergänge angeht. Und ja, auf jeden Fall eine Bereicherung. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so der Vorteil von einem Hund. Man kann ihn einfach mitnehmen, während die Katzen ja zu Hause ganz quietschig auf einen warten oder eben auch nicht. Und ich denke, zum Glück ist die Alte jetzt mal aus dem Haus. Aber ja, so ist das natürlich. Ja, das waren jetzt die letzten zwei Wochen und die Bücher davon und auch ein bisschen Serie. Ich bin super neugierig, was hat euch in den Juni begleitet? Was habt ihr in den ersten zwei Wochen im Juni gelesen? Gab es ein Highlight, einen Flop? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.